Hi und Servus bei einer neuen Folge von Jagdhose. Hype, was geht? Hype. Das ist das Einstiegsthema hier, wo wir gerade schon von Hype reden hier, ne? Im Intro direkt. Seid ihr schon hyped auf GTA 6? Ja, mega. Ja, ich hab's immer noch nicht fertig bekommen, GTA 5 mal richtig zu spielen. Das ist das, was ich halt schwach nenne. Ich hab's halt gespielt so. Ist halt auch ein krasses Game so, aber ich hatte irgendwie nie so den krassen Draht so dahin. Ich hab jetzt, ich muss mal nachschauen, wie viele Stunden ich hab. Aber es hat mich nie so krank gecatcht, so. Aber ist halt schon cool, so. Man kann halt schon viel machen und so. GTA 6 werde ich mir auch holen, aber jetzt nicht mega hyped. Die Sache ist nur, die haben das ja quasi so angekündigt. Wir arbeiten dran. Ja, also ich würde jetzt mal in den Raum werfen, dass das sicherlich noch 3 Jahre mindestens dauert. Ich auch. Bis das mal irgendwie rauskommt. Noch komplexer als GTA 5. Ja, wahrscheinlich dauert es auch 3 Jahre, bis da überhaupt mal die ersten Trailer oder so kommen oder bis man da irgendwie das erste überhaupt von hört. Und dann, bis der PC-Release ist, dauert dann auch von jetzt an 10 Jahre. Genau, und bis dann der PC released wird, mit dem ich das dann auch spielen kann, dann müssen auch noch ein paar Stunden gearbeitet werden. Bist ja noch ganz vorne bei, cool, ja. Jetzt imagine so, als wir so die ersten Corona-Lockdowns hatten, so wäre da GTA 6 rausgekommen. Digga, dann hätten die aber auch Fettstongs gemacht, Alter. Ja, wenn du halt einfach da sitzen kannst mit deinen Kollegen, du ballerst da die Heists durch. Am Anfang, wenn es da vielleicht 2 gibt oder so. Ich war sehr geil, aber das wäre schon nice gewesen. Ich habe GTA nicht mal installiert aktuell, aber ich habe 120 Spielstunden. Immerhin, ne? Ja. Das ist ja auch eine riesige... Der eine Freund, von dem wir gerade eben noch geredet haben, hat 1000 Spielstunden. Oha. Oha, Junge, 1000 Stunden. Ist das Game nicht auch mittlerweile also, irgendwie schon klar, ich wusste nicht, dass er... Also ich hab das mal so mit ihm gespielt, aber ich wusste nicht mal, dass er das so aktiv... Tobi, dann finde mal bitte heraus, wann GTA 5 für den PC rauskam. Ja, 2013. Also für PlayStation, glaube ich, 2013. War das für PlayStation nicht 2013? Das ist für PC so viel später. 17. Ja. September steht hier, aber... Ja, 2013. Ja. Also ich meine, das sind ja auch nur 8,5 Jahre alt. Warte, September 2013 kam es für PlayStation 3 und Xbox 360, im November 2014 für PlayStation 4 und Xbox One und im April 2015 für Microsoft Windows. Ja, und Apple immer noch nicht, cool. Okay, dann knappe 7 Jahre. Also ich meine, 1000 Spielstunden für 7 Jahre ist jetzt nicht so viel. Na gut, aber es geht ja, glaube ich, eher darum, dass es ein Kollege ist, von dem man das nicht so wirklich erwartet, oder? Ja. Dass der überhaupt so viele Stunden in so Spiel... Ja, ich wusste gar nicht, dass er überhaupt so viel am PC ist. Ich glaube, der fährt aber auch sehr gerne einfach nur so rum oder so, weil er auch einfach das geil findet, mit Autos zu fahren. Wobei das, muss ich sagen, fühle ich jetzt in GTA nicht so krass irgendwie. Muss halt so die Fantasien ausüben, die man halt so... Tobi, du kannst das auch nicht verstehen. So. Du hast ja halt auch einen Führerschein. Ja, gut. Das ist es nämlich. Perfekt. Aber glaubt ihr, dass die quasi so diesen Hype überhaupt erfüllen können? Weil ich meine, GTA 5 ist ja einfach so, muss man mal sagen, das größte Videospiel aller Zeiten. Ich weiß nicht, wie viel, 100 Millionen Mal die das verkauft haben. Ja, das ist, glaube ich, kommerziell gesehen das erfolgreichste Videospiel. Also ich sag mal so, ist halt die Frage, ob die meisten Leute mit so krassen Erwartungen an das Spiel rangehen. Weil ich meine, ich würde mich halt einfach über halt ein Game freuen. Also meinetwegen könnten die auch einfach GTA alle möglichen Sachen wieder entfernen, die da hinzugefügt haben. Irgendwelche fliegenden Motorräder oder was weiß ich nicht alles, von denen du da in der Lobby belästigt wirst oder so, und halt neue Heists hinzufügen. So, deshalb, ich glaube, ich kann relativ schwer enttäuscht werden beim GTA 6 Release, weil ich einfach nur neue Heists und sowas spielen will. Na, also ich habe da jetzt zum Beispiel hier Cyberpunk 72, wie auch immer, 77, 99, ich habe keine Ahnung, wie das Spiel richtig heißt. Aber das hatte ja auch so einen ziemlich großen Hype vorher, weil die Leute haben da ja quasi auch
irgendwelche Sachen gesehen, sag ich mal, die im Endeffekt dann hinterher einfach im Spiel nicht drin waren. Oder es wurde halt auch so hochgehypt und im Endeffekt war das Spiel halt irgendwie auch nur so halb fertig. Und da sehe ich halt immer so das Problem, wenn der Hype quasi so zu hoch ist, dass sie dann halt nicht so delivern können. Ja, aber nicht passieren, ne? Ja, ich meine, ich glaube, du weißt ja, was du von GTA erwarten kannst. Ich glaube, da wird man jetzt auch nicht übelst krass viel erwarten, oder? Halt ein GTA mit halt geilerer Grafik, alles mal wieder ein bisschen resettet und so, aber ich weiß nicht, ob die Erwartungen so mega krass sein werden. Ist es halt die Frage, was willst du halt damit machen? Ich meine, was willst du groß an diesem Spiel an sich verändern? Weil es ist halt nun mal ein eigentlich an sich relativ realitätsabbildendes Spiel, würde ich jetzt schon fast behaupten. So mehr oder weniger. Yannick lebt auch in der Hood. Ja. Also jetzt, es bildet nicht meine Realität ab, aber es ist realistisch. Deine nicht? Es spielt ja in der modernen Zeit, so mehr oder weniger, also in der aktuellen Zeit. So deshalb, was willst du da jetzt halt groß dran ändern an diesem Spiel? Nein, guck mal, ich meine bei so Videospielen, es geht ja, also habt ihr überhaupt den Story-Modus gespielt? Jo. Habt ihr, glaube ich, ich habe den angefangen. Ich meine, man musste den ja sowieso anfangen, um überhaupt online spielen zu können. Aber ich glaube, ich habe den auch weitergespielt. Aber ich glaube, zu Ende habe ich den nie gespielt. Wo es mir eigentlich nur drum geht, ist halt, gut, du spielst halt online und der Online-Modus kam ja auch, glaube ich, nicht. Kam der direkt raus? Oder hat das. Weiß ich nicht. Zumindest hatte ich im Gefühl, dass das noch ein bisschen länger gedauert hat. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Aber es geht ja meistens am Anfang auch erstmal irgendwie so um den Singleplayer-Modus. Und da reicht es ja, finde ich, nicht nur aus, dass du ein, also zumindest um halt so in diese Top 5 aller Spiele zu kommen oder in die Top 10 oder halt um so einen GOAT-Status zu erhalten wie GTA 5, reicht es ja nicht nur aus, quasi einen guten Singleplayer zu machen, sondern da geht's ja auch sehr viel um so Feinheiten. Und zum Beispiel auch die Musikauswahl in GTA 5 ist ja einfach insane gut. Ja. So deswegen, da sind halt so viele kleine Sachen, ne? Ja, spielen wir mit GTA 5. Also ganz ehrlich, ich würde es halt nochmal wieder fühlen. Ich glaube, es gibt ja auch Heists, die wir noch nicht gespielt haben. Da war, glaube ich, immer nur, dass wir wollten mal immer wieder was spielen. Dann war aber keine Person dabei, die irgendwie genug Geld hatte oder so, um halt so einen Überfall zu starten. Ich sag mal so, ich habe jetzt eh nicht so viel Heists mit dir gespielt. Ja gut, aber ich meine jetzt so mit Ben zum Beispiel. Anderen Leuten außer uns. Ja, halt den wichtigen Leuten. Tja. Hey, cool, also wir haben ja hier noch ein anderes Thema. Oder möchtest du noch was zum GTA-Ding sagen? Nee, ich wollte Yannick nur anbieten, dass ich absolut keine Erfahrung habe mit GTA Online und da erstmal schön mit Level 0 reinstarten würde. Ich aber auch bereit wäre, in der näheren Zukunft mal das auszuprobieren. Ich weiß gar nicht mehr, wie das mit den Leveln ist bei GTA. Und ich glaube, man brauchte nur für manche so diese Rennen oder so in den Lobbys, glaube ich, ein Mindestlevel oder so, oder? Wird gar nicht mehr. Ja. Aber ansonsten, ich meine, vielleicht sind ja nochmal andere Kollegen wieder dabei. Auch der eine angesprochene Kollege, der so viele Spielstunden hat. Keinen Führerschein hat. Als wir das letzte Mal mit dem gespielt haben, ist das ein bisschen ausgeartet. Ich glaube, da war der. Also ich habe den noch nie so sauer erlebt. Glaube ich. Also an der so sauer. Das war schon. Der wollte einfach nur spielen und wir haben komplett reingetrollt. Ja, da würde ich auch sauer werden. Also. Weiß nicht, wie oft wir dann heiß nicht geschafft haben, weil wir ein Flugzeug haben abstürzen lassen, anstatt es zu landen. Habe ich den das erste Mal in meinem Leben sauer erlebt. Ich habe den schon noch häufiger sauer erlebt. Ja, wirklich sauer. Yannick hat aber auch so ein Talent, Leute also in so Videospielen zu tilten. Bin ich ehrlich.
Also da denke ich an, an die letzten Tage mit Counter-Strike, wo ich in einem Klatsch bin, also in so einer 1-gegen-1-Situation und auf einmal von Yannick dann da irgendwie so ein Song eingespielt wird im TS. Weißt du, und du musst ja bei Counter-Strike darauf achten, weil du befindest dich ja auf dieser Karte und 1-gegen-1, du willst ja eigentlich wissen, wo der Gegner quasi ist, um dann da mit deiner Waffe hinzuaimen, ne, und den halt zu besiegen. Und Yannick spielt dann da erstmal irgendwelche Musik ein. Ja gut, das war, also zu meiner Verteidigung, Kolja war, glaube ich, irgendwie der, an einer Stelle in Counter-Strike, glaube ich, so ungefähr 30 Sekunden stand er mehr oder weniger an der gleichen Stelle und ich habe so irgendwann so einen 2-Sekunden-Sound angemacht. Nein. Das war, den hast du mehrmals angemacht und dann lief der irgendwann, der lief dreimal für jeweils eine Sekunde oder so und das eine Mal halt genau in dem Moment, wo dein Gegner zu Kolja kam. Das war natürlich dann unglücklich. Ich muss sagen, also mittlerweile, ne, alles wieder gut und so. Aber in dem Moment wirklich, ich war wirklich so kurz davor, einfach meinen PC auszuschalten. Ich war so tilted. Ja, Tobi, du wolltest noch hier ein anderes Thema ansprechen und ich habe die Befürchtung, dass ich weiß, worum es geht, deswegen. Ja, cool, wie ging's dir denn die letzten 2 Wochen? Super gut. Also mir ging's wirklich hervorragend. Hier zu Hause in meiner Corona-Station. Weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Corona hat mich ordentlich, wie drückt man das jetzt jugendfrei aus? Hat mich ordentlich weggeflankt. Ah. Ja. Weiß ich nicht, Tobi. Also ich meine ordentlich, war das jetzt so schlimm bei dir? Na, also die Sache ist, ich hatte jetzt nicht irgendwie krasse Symptome. Also ich hatte ja am Anfang nur Halsschmerzen und war halt generell irgendwie so erkältet, ne, und habe ja auch gar nicht gedacht, dass ich Corona hätte, weil ich war so, ja, ne, ich habe ja keinen Fieber, habe mich dann irgendwie mehrere Tage immer getestet, war jetzt auch nirgends, also war jetzt nicht in der Uni oder auf der Arbeit. Zu welchem Zeitpunkt dachtest du, dass du keinen Corona hättest? Ja, bevor ich positiv getestet wurde. also das war vor... Wann haben wir die letzte Folge aufgenommen? War das Freitag, Samstag? Samstags, glaube ich. Müsste Samstag. Ja doch, genau, Samstag. So, am Samstag, da haben wir uns dann ja auch noch gesehen für eine Runde Mario Kart und Mario Party. Und am Tag danach hatte ich halt so Halsschmerzen, ne? Und war so, ja, scheiße. Und dann war ich mir nicht so ganz sicher, weil ich hatte am Tag davor, wir haben ja in der Aufnahme noch über Ben & Jerry's geredet und über die Löffelliste. Ja, er hat schon gedacht, er hat eine Ben & Jerry's Allergie. Nee, und dann habe ich also das Ben & Jerry's gegessen, um das quasi von meiner Liste zu streichen. Dann habe ich so am nächsten Tag überlegt, ja, keine Ahnung, ich habe mich jetzt nicht so gut ernährt und habe halt so das ganze Eis da gegessen. Keine Ahnung, vielleicht habe ich deswegen jetzt irgendwie Halsschmerzen. Oder vielleicht also das feststellen, Ben & Jerry's beträgt Corona. Maybe. Nee, dann habe ich halt so überlegt, so, ja, keine Ahnung, vielleicht war ich ja vorher irgendwie so erkältet oder hatte so ein bisschen Halsschmerzen oder so und dann ist das irgendwie durch das Eis gekommen oder vielleicht bin ich generell einfach nur so erkältet. Und dann bin ich aber sogar noch ins Fitnessstudio gegangen, weil ich dachte, jo, da ziehe ich so durch und mein Test war halt auch negativ. Und dann habe ich am Montag noch einen Test gemacht. Da war ich nicht in der Uni, weil ich halt, ne, so krank war. Dienstag war der Test noch negativ. Hab zum Glück auch gesagt so, hey, ne, hier, hallo Chef, ich komm nicht zur Arbeit, weil ich halt krank bin und so. Ich möchte da wirklich niemanden anstecken und so. Und am Mittwoch hatte ich dann einen Arzttermin, auch schön so Online-Arzttermin, wo der Arzt mich dann auf dem Handy quasi so angerufen hat. Das ist ja ganz wild. Und dann habe ich so mit ihm geredet und dann meinte er so, ja, haben sie auch Corona-Tests gemacht? Ich so, ja, ne, alles negativ, so, ich habe auch keine anderen Symptome, außer Halsschmerzen und dass ich irgendwie so ein bisschen erkältet bin. Meinte der so, ja, alles klar, ne, hier knallt ihr einfach schön Ibuprofen rein und trink genug und keine Ahnung. Und dann war ich so, alles klar. Und dann habe ich so danach gedacht, so, ja, gut, ich habe heute noch keinen Test gemacht, dann mache ich mal einen Test. Und der war dann prompt positiv. Da wurden noch 2 Schnelltests nachgeschoben, weil der erste wieder nur so, also ich weiß nicht, manchmal hat man das ja bei diesen Schnelltests, dass die
Streifen jetzt nicht so 100% sichtbar sind. Und ich war dann beim ersten so, ja gut, komisch. Vielleicht bin ich positiv, vielleicht ist der Test auch nur kaputt. Dann habe ich noch zwei danach gemacht und die waren dann halt alle positiv. Ja, und insgesamt hatte ich jetzt halt keine krassen Symptome, aber ich bin schon erstaunt, wie einen selbst das so ja nicht ausnockt, aber wie einen das so halt aus dem Leben einfach so rausnimmt. Das ist so, als würde ich mal so auf eine Pause-Taste drücken, weil du kannst halt nicht aus deinem Haus, du kannst nicht weiß ich nicht, so richtig für dich selber sorgen, sondern du bist ja darauf angewiesen, dass irgendwelche Leute für dich einkaufen gehen oder dir irgendwie Essen machen. Ja. Ich habe so eine Quarantäne hatte ich auch schon hinter mir, so dass halt man nicht mal einkaufen gehen kann und so. Das ist halt, finde ich, auch schon echt irgendwie weird so. Ja, aber so ist das. Aber wir hatten ja jetzt in dem näheren Bekanntenkreis einige Infektionen. Dann geht's ja ordentlich ab. Und was ich krass finde, das ist ja teilweise Leute, die mindestens zweimal geimpft sind, wenn nicht sogar geboostert sind, echt krass noch erwischt so. Ja, und dann gibt's halt Leute, die halt einfach entweder so ein krankes Immunsystem haben, dass sie halt kranke Macher sind einfach. Dass sie einfach alle drei Kontakte so dodgen und einfach kein Corona haben. Ey, bitte, Yannick und ich haben beide jeweils 5 rote Begegnungen in der Corona-Warn-App. Und ich meine, die waren nachweislich gefährlich, könnte man sagen. Wir aber die Sache ist halt, ich glaube, dass zumindest meine Begegnung, dass ich da ja noch gar nicht das irgendwie hätte verbrechen. Ja, das wird auch bei den anderen auch das Gleiche sein. Ja. Aber trotz alledem. So, also ich denke, wenn die Omikron gehabt hätten, wären wir safe infiziert gewesen. So. Ja. Also halt aber auch dann trotzdem das Glück zu haben, an unserer Stelle bei 3 Leuten halt genau in diesem Zeitbereich zu liegen, wo die noch nicht infektiös sind. Und vor allem, wir haben ja einen Kollegen samstags noch getroffen. Und dann hatte der Montagmorgen schon einen positiven Test und da habe ich gedacht, jo, da haben wir jetzt das Glück zu viel ausgereizt, aber selbst ja, das haben wir. Wir hatten ja auch einen anderen Kollegen, den wir am Freitag getroffen haben, der am Freitag sagte, ihm geht's nicht so gut. Das war natürlich eigentlich schon dann so nicht so schlau, dass wir uns mit dem getroffen haben. Ja, er hatte halt aber auch 3 negative Tests an dem Tag, muss man dazu sagen. Ja, so, ne? Und ich glaube, dann geht das ja noch. Am nächsten Tag ist er dann auch zu Hause geblieben, deswegen hat er am Sonntag den PCR-Test machen lassen und der war dann auch, glaube ich, am Montag dann prompt positiv auch. Also da haben wir auch. Es ist halt aber irgendwie auch super wild, dass alle, zumindest die ich jetzt irgendwie kenne, die das haben oder hatten, halt irgendwie auch 3 Tage vorher, weiß ich nicht, Halsschmerzen hatten oder irgendwie erkältet waren oder es denen irgendwie nicht so 100%ig gut ging. So, und also ich bin ja am Anfang davon ausgegangen oder mir war das nicht so bewusst, ich habe halt wirklich einfach nur gesagt, so, hey, ich bin jetzt halt einfach irgendwie so normal krank. Ja, wobei, gefühlt, also seitdem das so ist, habe ich auch das jeden Tag, zu dem zweiten Tag irgendwie Halsschmerzen gefühlt. Ja, irgendein anderer Kollege hat sich auch so übel in die Hose gemacht. Der meinte so, boah, jetzt heute, ich merke meinen Hals schon safe, morgen habe ich positiven Test. Und der ist auch, glaube ich, seit einer Woche jeden Tag negativ getestet. Also man kann sich das irgendwann dann halt auch einreden. Ja. Klar, wenn es halt in dieser Situation jetzt so begründet war vielleicht die Sorge, aber ich meine, es gibt halt auch immer noch eine ganz normale Erkältung. Was halt praktisch ist, muss ich sagen. Sein, auch wenn man natürlich Angst, also man sollte keine Angst haben, man sollte halt Respekt haben. Auf jeden Fall. Was halt praktisch ist, muss ich sagen, ich habe ja hier diesen Ring und der detektet halt so sehr. Der sagt dir direkt, ob du positiv bist. Nee, der detektet halt so sehr schnell, wenn der Körper irgendwie nicht so auf dem Level ist oder so. Und darum, weiß ich auf jeden Fall, dass ich nachweislich recht fit bin und mir da erstmal jetzt keine Sorgen machen muss. Ja, wobei heute Morgen war leicht erhöhte Temperatur und so. Heute bin ich nicht so fit. Uff. Meine Uhr aber hat sich auch bei mir letzte Tage gemeldet und hat mir eine niedrige Cardio-Fitness präsentiert. Ja, müssen wir mal wieder Soccerball gehen. Da wünscht man sich dann doch so eine Uhr nicht gehabt zu haben. Ja, das macht natürlich deutlich besser, ne? Na, aber ich glaube, ein Bekannter von meinem Vater, glaube ich, der hat auch eine Smartwatch.
weiß nicht, ob es auch eine Apple Watch war, was auch immer, ist auch scheißegal. Auf jeden Fall hat die ihn halt auf Herzprobleme, sag ich jetzt mal so, also auf mögliche Herzprobleme aufmerksam gemacht. Ja, und daraufhin ist er dann zum Arzt gegangen und hatte auch wirklich was am Herzen. So, und das sind halt wahrscheinlich so Sachen, die fallen dir halt ohne dann so eine Smartwatch halt einfach nicht auf, weil beeinträchtigen dich noch nicht, aber irgendwann kommt es dann wahrscheinlich mal. Aber wenn sowas halt dich vorwarnen kann, ist es halt schon sehr nice. Ich meine, selbst sowas wie so Herzrhythmusstörungen oder so checkst du ja nicht, aber so, wenn du halt irgendwie so durchgehend irgendwie eine Uhr hast oder so, die das misst, so, die kannst halt safe detecten, so. Ja, das ist schon krass. Ich weiß auch nicht irgendwo, wo das war. In irgendeinem Land, ich weiß nicht, ob das Singapur war oder irgendwas, irgendwo werden auf jeden Fall auch die Smartwatches, die halt die Möglichkeit haben dazu, von der Krankenkasse bevorschusst. Geht das nicht sogar auch in Deutschland? Hört sich nach Singapur an. Ich glaube, das geht teilweise auch in Deutschland. Also kommt halt auch auf die Krankenkasse an. Aber es gibt, glaube ich, auf jeden Fall Krankenkassen, die das zumindest irgendwie so ein bisschen... Ich meine, es ist auch immer wieder schön zu wissen, dass der Blutsauerstoffgehalt im normalen Bereich ist. So Sachen zu sehen, die korrekt laufen, das ist doch eigentlich immer schon mal schön anzusehen. Der eine Kollege, der auch Corona sich eingefangen hat, der erzählte nämlich die Tage davon, dass er irgendwann letzte Tage, wo er halt auch danach ins Krankenhaus musste, einen Blutsauerstoffgehalt von irgendwie 86%, glaube ich, hatte, was halt nicht so gut ist, weil ich glaube, normal ist irgendwie was. Ja, eigentlich hast du immer wirklich fast 100 oder so. Ey, so, nee, ich glaube, so 95 oder 96 oder sowas, irgendwie quasi so der Schwellenwert. Ich glaube, ab 95 ist irgendwie alles so halbwegs vernünftig. Und alles darunter ist halt so, naja. Aber gibt's nicht auch irgendwie so, ich weiß nicht, wie man das jetzt nennen sollte, so Art Kapseln oder Sonden, die man sich quasi so reinoperieren lassen kann oder so einpflanzen lassen kann, die dann quasi auch solche Sachen wie Blutwerte und sowas messen? Gibt's da nicht auch sowas? Weiß ich nicht, ob ich da Bock habe, mir eine Kapsel einpflanzen zu lassen. Ich finde sowas halt übel spannend und ihr wisst ja, ich liebe einfach Statistiken und generell irgendwelche Sachen so in Zahlen zu sehen und das ist, glaube ich, so eine Sache, was ich vielleicht irgendwann mal machen würde, dass ich halt einfach so meinen ganzen Körper irgendwie monitoren kann, so ey, meine Leberwerte sind gut, Zuckerwerte sind gut, so und so. Das fände ich halt schon ziemlich sick. Das erste Wichtigste wäre erstmal so, sich so an den Arm so ein NFC-Chip implantieren zu lassen. Ja, davon habe ich ja jetzt eh schon drei kann, drin. Die, die Haustür öffnen kann und sowas halt, ne? Ich möchte gerne einen NFT-Chip in meine Hand implantiert bekommen. Ja, komm mal. Damit Stopp. Hallo, hier ist mein gelber Affe. Lasst mich rein. Hallo, ich habe ein Gewinnspiel von Montana Black gewonnen. Du wolltest jetzt hier gerade was sagen, aber das ist nicht Podcast geeignet. Ja, ich habe übrigens gerade eine 97er Sauerstoffsättigung. Ja, sehr schön. Muss ich ja jetzt auch messen, wenn Tobi das. Oh. Aber um vielleicht dieses Corona-Thema nochmal abzuschließen. Also, ich bin jetzt ja durch quasi mit Quarantäne. 99. Damn. Ich bin ja jetzt atmen hier. Ich bin ja jetzt durch mit der Quarantäne. Also, ich habe ja meine 10 Tage durch. Und mein Schnelltest gestern war auch negativ. Corona-Challenge. Und ich muss sagen, ich bin erstaunt, dass ich halt immer noch nicht so auf dem Niveau quasi von vorher bin. Oder zumindest, dass ich so viel niedriger als vorher bin. Also das zieht sich halt einfach irgendwie in die Länge, so, weil jeden Tag denkt man so, ja, keine Ahnung, heute mache ich das und das oder heute schaffe ich das und das und dann merkst du immer so, hey, heute schaffe ich gar nichts. Ich weiß nicht, ich hatte auch irgendwie das Problem, dass ich mich nicht gut konzentrieren konnte, also dass ich so richtige Probleme mit Konzentration hatte, also als es noch schlimmer war. Und das ist halt irgendwie auch dumm. So, weil dann denkt man so, jo, keine Ahnung, ich habe jetzt hier meine 10 Tage, wo ich irgendwie wenigstens irgendwas produktiv machen kann. Und dann denkt sich der Körper so, nein. Fuck you. Nein. Ja, das muss halt auch mal sein.
einfach mal prokrastinieren. Ich weiß auch echt nicht. Einfach mal. Also ich habe wirklich, glaube ich, einfach mal Tinder-Schwindler gucken. Nee, ich habe wirklich nichts gemacht, außer Counter-Strike gespielt, glaube ich. Also das sind so. Ja, aber ich hätte für Klausuren lernen sollen und Essays schreiben sollen. Naja, jetzt kann ich auch nichts mehr daran ändern, als. Was du aber ändern kannst, ist dein Counter-Strike-Rang. Das stimmt. So. Mega. Deswegen spiele ich jetzt nicht mehr mit dir, Yannick. Also. Lol. Alles gut. Gut, das. Ich habe mal eine Frage. Mit dir spielen. Ich habe mal eine Frage, die auch ein bisschen peinlich quasi für mich ist, weil das ja diese Situation ja schon seit mehreren Wochen so ist. Kann mir mal jemand erklären, was bei der Ukraine und Russland los ist? Also ich hab bisher das nicht hinbekommen, mir irgendeinen Artikel durchzulesen, wo es vernünftig erklärt wurde. Warum will Russland die Ukraine einnehmen? Warum wollen die da einmarschieren? So, wo ergibt das Sinn? Haben die nicht einen chronischen Konflikt quasi? Ja, aber ich habe gedacht, dass sich das quasi um die auf die Krim beschränkt. Keine Ahnung. Ich habe das mindestens nie so mitbekommen, dass Russland ist so, yo, die Ukraine, das ist so Russland 2.0. Ich habe ja auch vor ein paar Wochen ein Video zu News gemacht. Ich sag mal so, ich halte mich ganz gut an den News-Verzicht. ich bin da auch sehr wenig drin. Ja, und warum? Meine Nachrichten von Twitter. Und warum sind eigentlich alle Länder in Europa so oder in der EU wir schicken da Helme hin? So, hey, das ist ein EU-Staat. Warum kann die EU nicht mal sagen, hey, so, das ist ein Land der EU. Wenn ihr da irgendwas macht, so, dann. Ja, vielleicht müssen wir dafür erstmal was machen. Ja, weiß ich nicht, ich kann es ja trotzdem mal ein paar Leute stationieren. Bist du, jo, cool. Ich fand das, interessant. Irgendein Kollege hat das erzählt. Dass Russland die Wirtschaftskraft von Italien hat. Das raff ich aber auch nicht. Russland soll immer so ein großes und böses Land sein oder wird halt oftmals so dargestellt, besonders in der, keine Ahnung, von den USA und so. Aber die sind halt wirtschaftlich, sind die halt einfach nicht so. Ja, Digga, man kann halt auch keine geile Wirtschaft haben, wenn man halt sein Geld für Armee ausgibt, ne? Ja, ich meine, gut, vielleicht gehen die Gelder, also vielleicht haben die ja eine kranke Wirtschaft, aber die Gelder werden halt einfach, die gehen halt quasi nicht in die Wirtschaft, sondern die werden irgendwo hinten so versteckt direkt an die Armee weitergeleitet, die ganzen Gelder. Ja, die werden in Atombomben, in Atomwaffen gesteckt. Und in Putins Privatkasse. Spaß, das ist natürlich, Putin ist ein guter Mann, wir müssen uns hier öffentlich so äußern, ne? Das ist wirklich, ich habe keine Angst vor dir. Yannick, nächsten Dienstag einfach so um 13 Uhr, eine Stunde nachdem die Folge auf YouTube online geht, sind dann einfach so die News, dass Yannick vergiftet wurde. Nein, also. Aber ich raff's irgendwie nicht so ganz, was da jetzt abgeht und weiß ich nicht. Weil ich hab natürlich auch Tobis Video gesehen und guck mir da nicht so viele News an. Tobi, du hättest übrigens deinen Titel ein bisschen ändern sollen und nicht News, sondern Nachrichten schreiben sollen. Weil ich glaube, Nachrichten ist im deutschen Sprachgebrauch wesentlich, also mehr so ein Stichwort als News. Jetzt, wo wir hier gerade sogar schon über Russland und auch Neuigkeiten reden, habt ihr das mitbekommen hier? In Deutschland wurde ja hier Russia Today, wurde ja, glaube ich, zum einen der YouTube-Kanal gesperrt, glaube ich. Und sowas. Und dann haben ja jetzt die Russen auch letztens darauf reagiert und in Moskau das Büro der Deutschen Welle einfach dicht gemacht. Was ist denn die Deutsche Welle? Kennst du es nicht? Nee. DW? Ach so, okay. Die machen auch YouTube-Videos. Ja, DW sagt mir was, aber Deutsche Welle habe ich. Ja, das ist halt, DW ist halt Deutsche Welle. Lol. Ist halt. Und das wusste ich auch nicht, aber DW kennt man natürlich. Ja, die machen, ja,
sehr viele aber informative Videos. Hatte das nicht irgendwas damit zu tun, dass die irgendwie eine rumänische Sendelizenz oder so hatten? War das dann nicht irgendwas, ist das nicht an irgendwas Bürokratischem gescheitert? Weiß es nicht. Habe ich mich noch nicht weiter darüber informiert. Ich war auf jeden Fall sehr traurig, weil Russia Today halt tatsächlich die besten Livestreams von solchen Demonstrationen in Deutschland sowas geliefert hat. Wie zum Beispiel G20-Gipfel. Der beste Livestream von den Auseinandersetzungen war von Russia Today, muss man einfach mal sagen. Der beste Livestream, wo die wildesten Szenen gezeigt wurden, meinte er. Ja, auf jeden Fall. Das so, da habe ich die ganze Zeit zugeguckt. Also da war ich Viewer Nummer 1. Ganz seltsam wird es aber, wenn dann so Leute sind, so ja, die Mainstream-Medien und da gibt es immer nur so eine Narrative und die vertreten ja alle das Gleiche, vom Staat gesteuert. Und das sind dann die gleichen Leute, die so sagen, so ja, ich gucke dann nur Russia Today. So die zeigen wirklich noch, was los ist. Und du bist so. Ja, Bro. Ich habe einen Freund, dem würde ich das auf jeden Fall zutrauen. Ach, habt ihr das von Joe Rogan mitbekommen, dass der ja momentan so gecancelt werden soll? Ja. Ist auch so wild. Also wirklich. Ich glaube aber, das ist. Ich sag mal so, also durch seine Aussagen ist er jetzt bei mir auch nicht der Sympathischste. Von daher denke ich dem da jetzt nie seinen Rücken, ey. Also ich muss sagen, mein Bruder hat früher sehr, sehr viel Joe Rogan gehört. Ich höre auch viele Podcasts von dem so, aber jetzt nicht wegen ihm. Ja. Ja, aber also mein Bruder hat halt wirklich, ich weiß nicht, vor 3 Jahren oder so angefangen, den zu hören und hat sicherlich locker die Hälfte aller Podcasts von dem gehört. Und dadurch bin ich halt auch so ein bisschen irgendwann so auf den gekommen. Und an sich finde ich, ist der schon, glaube ich, ein ganz ordentlicher Typ. Nur problematisch ist halt, dass der teilweise so ganz komischen Leuten eine Plattform in seinem Podcast bietet, ja. Was an sich jetzt noch nicht so verwerflich ist. Aber dass er dann quasi das einfach so stehen lässt, was die sagen und dann nicht mal irgendwie so eine gegensätzliche Meinung damit reinbringt, sondern dass es quasi so, weißt du, wenn da irgendwelche Leute über Verschwörungstheorien erzählen oder sowas oder halt so ganz komische philosophische Ansätze da irgendwie ankommen und dann lässt er das quasi einfach so stehen und dann denkst du dir so, ich meine, das wird ja häufig bei ihm kritisiert, aber jetzt bringt der halt auch selber wieder Aussagen so und da wird es halt schwierig. Nee. I don't know. Nee. Aber ich habe gesehen, der Spotify CEO oder so hat da den Rücken gestärkt, ihm quasi. Also sieht jetzt nicht gleichzeitig so aus, als wird er da rausgekickt. Gleichzeitig ist ja aber auch Joe Rogan so ein bisschen zurückgerudert und der hat ja anscheinend irgendwann auch mal, ich weiß nicht, ob es in seinem Podcast war, oder also der ist ja auch Comedian, oder ob es halt quasi in diesem Bereich der Comedy war, dass er das N-Wort ausgesprochen hat. Also jetzt nicht in einem rassistischen Kontext, also dass der irgendwelche Leute beleidigen wollte oder so, sondern er hat es quasi einfach so, ich sag mal, relativ neutral benutzt. Also er hat es in einem Sinne quasi so, wisst ihr, was ich meine? Und da hat irgendjemand oder irgendein Netzwerk oder so, oder irgendeine Nachrichtenseite, haben die quasi einfach so 12 Minuten auf Joe Rogan saying the N-Word gemacht. Und dafür hat er sich halt auch so extrem entschuldigt, wie ich das mitbekommen habe. Was ich halt auch irgendwie verwunderlich finde. Also, dass er, weil er hat sich ja jetzt nie für irgendwelche Sachen so krass entschuldigt, sondern ich hatte immer das Gefühl, dass er mehr so ist, so ja, so ich habe das aus irgendeinem Grund gemacht und so daran halte ich fest. Ja, weiß ich nicht, ob man das bei allen Sachen machen kann. Ja. I doubt it. Können wir bitte auch gecancelt werden? Zeitnah. Wir machen auch einfach eine Folge, die eine Stunde geht, wo wir einfach abwechselnd immer das N-Wort aussprechen. Jo, bei der Folge Nachbarn. Bin ich nicht dabei. Ne? Das ist dann die Folge mit unseren Eltern, die wir erfahren. Ach. Ja. Ja, was geht sonst noch so ab? Kolja ist cancelled. Ja, gibt nichts mehr, ne? Das war alles.
Und war das wirklich alles? Ja. Ich würde sagen, nach 35 Minuten war es das dann jetzt auch mit der Folge für euch. Sind noch, nicht mal mehr, wie viele Tage sind es noch bis Formel 1? Dass mein Leben wieder einen Sinn hat? Haben die momentan Pause oder wie? Yes, die haben Winterpause. How many days? Haben die wirklich Winterpause? Ja, also Formel 1 ist ja immer nur so von März bis Dezember oder so, aber immer, so 3 bis 4 Monate eigentlich keine Saison. Also, es ist in 42 Tagen, 2 Stunden, 12 Minuten und 53 Sekunden ist das erste Formel 1 Rennen diesen Jahres. Dame. Setze ich mir mal als Ziel, bis dahin noch mein Lenkrad fertig gebaut zu haben. Und gucken, ob ich das schaffe. Aber irgendwie momentan wenig los. Ja. Von mir auf den Super Bowl, da habe ich Bock drauf, aber sonst. Wann kommt der Super Bowl? Bundesliga hat einen, der auch wieder hops nächsten genommen. Letzten Sonntag. Moment. Nächsten Sonntag. Also. Sonntag auf Montag. Nacht von Sonntag auf Montag. Wer spielt überhaupt im Super Bowl? Frag doch sowas nicht. die Frage hat mich letztes Mal schon gefickt, ne? Ich habe ja sogar diesmal die quasi Halbfinals geguckt. Aber heißt halt jetzt auch nicht, dass ich die Teamnamen kenne, ne? Das eine Team war ja so Underdog gegen die Kansas City Chiefs, glaube ich. Haben auch also nicht die Buccaneers oder so gespielt in den Quarterfinals, Halbfinals? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall die Cincinnati Bengals, die haben die Kansas City Chiefs rausgehauen, glaube ich. Und die LA Rams haben die 47er rausgehauen. Nee, auf jeden Fall spielen die was habe ich gesagt? Cincinnati Bengals gegen die LA Rams. Ich finde halt, also das Line-Up für die Halbzeitshow ist halt krass. Weil die haben halt einmal Dr. Dre, Snoop Dogg. 49er, was ich halt persönlich am krassesten finde, ist halt einfach Eminem und Slim Shady haben die halt einfach beide ranbekommen. Das ist halt schon extrem wild. Und Kendrick Lamar. Okay, das ist ja, die haben ja echt ein wildes Line-Up. Das ist schon ein krasses Line-Up. Warte, wer ist die Frau? Die kenne ich tatsächlich nicht. Das Lied kennt man, glaube ich, aber... Das Lied. Ich habe das schon wieder vergessen. Vom Titel her sagt mir das schon gar nichts mehr. Muss ich nochmal... Die ist so famous, dass man von ihr ein Lied kennt. Ach so, ja, das Lied kennt ihr auf jeden Fall. Ja, ich glaube auch. Welches ist das denn? So, A Family Affair. Guck einfach mal bei YouTube oder Spotify. Wisst ihr, was auch sehr traurig ist? Momentan kommt die südkoreanische LCK nicht. Das ist quasi die höchste Landesliga in League of Legends in Südkorea. Durch ihren Starspieler Faker, der wahrscheinlich beste League of Legends Spieler aller Zeiten, ja sehr, sehr bekannt ist. Die haben momentan durch das chinesische Neujahr oder das Lunar New Year, haben die eine Woche Pause. Und also das ist ziemlich frech, weil ich war ja jetzt 2 Wochen quasi nur zu Hause und hatte wirklich gar nichts zu tun oder auch nicht so viel zum Gucken oder nichts Vernünftiges zum Gucken. Und die kamen nicht mal. Ich bin ja jetzt schon beruflich bedingt so auch so ein bisschen mehr in diesem E-Sports-Thema drin, aber so LOL E-Sports und so holt mich echt gar nicht ab. Ja, ich meine, du musst halt auch das Spiel auch fühlen eigentlich so, ne? Ja, das ist halt... Ja, gut, ich bin halt generell, also auch CSGO verfolge ich halt jetzt momentan nicht so und gut, FIFA auch nicht und ja, Sim-Racing verfolge ich. Let's go. ja, keine Ahnung. Also ich glaube, da muss halt echt viel im Spiel drin sein, dann fühlst du es halt wahrscheinlich, aber sonst. Die Sache ist halt, ich habe halt früher sehr, sehr viel League gespielt.
Und mittlerweile kann ich sagen, dass ich seit, glaube ich, einem halben Jahr ungefähr kein League mehr gespielt habe, wo ich auch sehr, sehr stolz drauf bin. Aber da ich das halt früher so viel gespielt habe und auch da schon so in diesem E-Sports-Ding drin war, ist das halt einfach so bei mir quasi, glaube ich, so das, was für euch die Bundesliga ist am Wochenende. So. Deswegen, ja, auch wenn ich das nicht spiele, das Spiel ist. Ja, also ist wahrscheinlich nicht so ganz vergleichbar, weil ich teilweise auch eher so sporadisch zuguck. Oder teilweise auch zeitbedingt mal die Spiele quasi von meinem Lieblingsteam verpasse. Aber ich würde mir irgendwie so ein bisschen auch mehr wünschen, dass ich das irgendwie so hinbekomme, dass das quasi so meine Bundesliga wird, weil ich das schon sehr, sehr fühle. So. Ist halt einfach nice. Und so E-Sports ist ja quasi auch im Endeffekt zum Zuschauen das gleiche wie jetzt Fußball oder, weiß ich nicht, Formel 1. Ja. Oder Cricket oder sonst irgendwas. Cricket, Junge. Geil. Junge, das wäre mir jetzt auch als allererstes eingefallen. Mir ist letztens aufgefallen, oder ich habe quasi letztens mitbekommen, dass Cricket ja wirklich ein riesiger Sport ist. Also das ist halt wirklich, der ist insane groß. Aber bei uns bekommt man halt einfach nichts davon mit. Ja, Bro, also so halb Indien guckt halt Cricket. Ja, gut. Aber ist ja jetzt nicht insane groß, wenn das ein Land verfolgt, so nur weil das Land groß ist. Bro, also ich glaube, Cricket ist wahrscheinlich genauso groß oder noch größer als American Football. Das glaube ich nicht. Google das mal. Also ich meine ja auch in England und UK spielt man ja auch Cricket. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube aber auch in anderen ehemaligen Kolonien dürfte Cricket auch gar nicht so klein sein. Hit. Also das spielst du halt in Indien, in Pakistan, Sri Lanka. Also da so die Ecke. Hol mich jetzt nicht ab. Cricket ist langweilig. Wirklich langweilig. Ja, ich blick's auch nicht so ganz, weil die werfen da immer und der eine hat so einen Schläger und irgendwie nehmen die da so 30 Meter Anlauf, um da so einen Ball gegen diesen Schläger zu schmettern. Ja, das ist wirklich spannend. Ich kann's ehrlich sagen. Ah, okay, ich habe mal gegoogelt, wie groß Cricket ist. Jetzt bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass es 137 bis 150 Meter groß ist. Perfekt. Ah. Ja, das ist doch schmackhaft. Ach du heilige Scheiße. Okay, also ich habe jetzt gerade mal nach Umsätzen geguckt. Und da befindet sich die Indian Premier League, die Cricket macht, unter der russländischen Fußball-Ersten Liga. Ja, aber. Es geht ja nicht immer nur um Zuschauer. Tobi, ich weiß, dass du großer Bundesliga-Fan und so bist, ne? Aber es geht nicht immer nur ums Geld. Deswegen, Ich habe hier eine topendsports.com als Quelle gefunden, die mit einer Liste aufwarten, wo Cricket mit 2,5 Milliarden Fans der zweitgrößte Sport sein soll. Ja gut, aber. Und als erstes halt Fußball. Das ist schön. Ja. Das freut mich für die. Na, also Cricket ist schon wesentlich größer, als wir uns das hier quasi vorstellen. Also zumindest von den Fans her. Ja, das kann ja sein, aber das ist ändert trotzdem nichts für mich. Doch, du musst jetzt auch Cricket-Fan sein. Lass mal treffen zum Cricket gucken. Und dann feuern wir da die. Ja. Was wäre so ein guter Name für so ein indisches Team? Sage ich jetzt hier lieber nicht, weil das könnte. Neu-Delhi Tigers oder sowas? Ja, wild. Wird sich doch gut anhören. Die feuern wir dann da an. Also ich hoffe jetzt nicht, dass das irgendwie. Das war doch ein guter Name, oder nicht? Nee. Ja. Warte mal, ich suche hier nochmal den Städtenamen. Mir fällt hier nämlich gerade so eine
interessante Stadt ein, die ich das öfteren letztes Mal gesehen habe. Meinst du bei Varanasi? Städte? Varanasi. Hm, kennt man. Die Varanasi Goats. Hier sind es nämlich. Es ist eine Stadt am Ganges. Ist sehr schön da. Ne? Ja. Einen sehr schönen Strand voller Müll. Mhm. Der Gang ist da auch sehr, sehr schön und die Hotels da. Da ja. Kennen wir uns ja beide sehr, sehr gut aus. Ja, Kolja und ich können das wirklich nur empfehlen. Ja. Was findet ihr, also welche Sportart findet ihr, hat die besten Teamnamen oder vielleicht die lustigsten Teamnamen? Was ist da ja, so? Football ist eigentlich wild, aber ich kann mir die leider nicht merken. Football, der hat natürlich schon. Weil ich finde, bei uns in Deutschland Hockey oder Eishockey, da hast du dann immer in jeder Liga hast du die Blablabla Miners. Und dann ist so, ja, wann wurden die gegründet? Ich halt voll low. Nee, finde ich einfach gut. Da wird einfach so Tradition fortgeführt, so ein Team, was seit 2005 existiert. Und dann sind das so die Kastrop Rauxel Miners. Mega, also, Oberhausener Knappen. Ja. Wie heißt das im Eishockey? Die Berliner Bären oder irgendwie sowas? Ja, ja, irgendwie sowas. Weiß nicht, ich finde aber sowas. Berliner Eisbären. Ja, genau, Eisbären. So, ja. So keine cringe. Eisbären Berlin, ja, das finde ich halt low so. Warte, okay. Wie heißt denn so Football-Team? Also ich finde, du musst ja als Sportverein, du kannst ja nicht immer irgendwie so ein Traditionsverein sein, ne? Weil so, keine Ahnung, vielleicht machst du gerade erst in deiner Stadt so diesen Sport groß und hast halt einfach so Bock drauf und sowas, ne? Aber dann nimm doch so einen vernünftigen Namen und nicht so die Eisbären Berlin. Guck mal, im Football heißen die halt so San Francisco 49er oder Kansas City Chiefs oder was auch geil ist, New England Patriots. Tampa Bay Buccaneers. Aber vielleicht hört es sich halt auch einfach geiler an, weil es Englisch ist. Es könnte auch sein. Also ich muss sagen, da hast du im E-Sports hast du ja das große Los, dass du ja quasi so, dass das ja alles im Internet stattfindet und dass du deswegen halt so, ich sag mal, ein bisschen kreativer mit den Namen sein kannst. Weil das ja irgendwie immer SK noch passt. SK Gaming, let's go. Ja, sowas oder so Astralis oder Astralis ist cool, Natus ne? Vincere oder selbst ich weiß nicht, ob nicht euch eBay oder so, das ist so ein spanischer Streamer, der unglaublich riesig ist, der hat ja so ein E-Sports-Team aufgebaut oder gekauft oder sonst irgendwas und das heißt jetzt Koi E-Sports und das ist halt so ein spanisches Team und Koi-Fische und Spanien so hat miteinander nichts zu tun, also da gibt's wirklich so keine Schnittmenge, aber trotzdem ist das für so ein E-Sports-Team noch irgendwie borderline, also funktioniert halt so. Aber so ja, wäre es ja auch Leben, nur, wenn es so gar keinen Rahmen gibt, oder? Ja, aber ich finde, das ist so, im echten Leben kannst du ja jetzt nicht so die Koi Oberhausen. So, da denkt jeder, du bist irgendwie so Oberhausen, so ein Angelverein. Ja. Ja, ja. Sowas, so, das funktioniert ja gar nicht. Ja, das ist richtig. Muss ja auch nicht funktionieren. Deswegen E-Sports einfach besser. Ja. Period. Ja. Ey, du weißt direkt schon, wenn Leute so Period benutzen als das Wort unironisch, dann weißt du einfach direkt so, mit denen kannst du nicht diskutieren. So, das ist auch, dann deshalb brauchst du auch einfach gar nicht reden. Deshalb ignoriere ich auch einfach alles, was Kolja gerade sagt und nicke einfach. Hey, Kolja, machst du super. Der Beste. Genau. Genau. Nee, aber ich habe auf jeden Fall Bock auf Super Bowl. Dieses Jahr ist tatsächlich so wie, weil ich glaube, die letzten Jahre habe ich immer geguckt, aber ich war jetzt nie so richtig hyped, aber dieses Jahr habe ich echt ordentlich Bock. Wie gesagt, ich habe auch die Halbfinals geguckt. Ich glaube, weil ich an dem Montag nicht arbeiten muss und auch eigentlich nichts von der Uni habe, da werde ich mir vielleicht auch mal den Super Bowl gönnen. Oha, läuft der wieder bei ran.de. Ja, ProSieben auch einfach, ne? Aber ja, kannst auch ran.de gucken, ja. Kannst ja mit uns zusammen gucken, Kolja. Im Discord-Call und dann flüstere ich euch da wieder ins Ohr. Ich glaube, wir dachten eher an den echt tatsächlich. War das jetzt eigentlich nicht gemeint, aber.
Ja, okay, gut. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt um wann endet das immer so? 2 so, Uhr, 3 Uhr, 4 ja, Uhr? Ja, so 3, 4 Uhr. Ob ich dann da noch in einer Woche quasi Bock hab, nach Hause zu kommen, I don't know. Macht natürlich mal auch gucken. Echt einen großen Unterschied, ob du das jetzt halt quasi in der Woche dann ist, wo du eh nicht arbeiten musst, oder am Wochenende, wenn du vom Saufen kommst, dann ist natürlich richtig. Ja, wenn du vom Saufen aber, kommst, hast du halt Alkoholintus. Ne, die Sache ist ja halt, die Sache ist für mich ja halt, dass ich, wenn ich das zu Hause gucke, dann kann ich mich ja einfach direkt ins Bett legen, und auch wenn ich irgendwie zwischenzeitlich mal keine Lust mehr habe, dann kann ich mich da ja auch direkt ins Bett legen, und sonst müsste ich ja noch Das ist natürlich nach Hause. Vor- wie Nachteil. Ja. Mal gucken. Kannst dich ja noch entscheiden und uns dann rechtzeitig informieren über dein Vorhaben. Okay, das werde ich machen, Herr Jannik. Danke, Herr Kolja. Herr Kiloping. Herr Koala. Ich habe noch eine Frage. Ja, Antwort kriegst du nicht. Perfekt. Nee, ich hab womöglich eine wilde Idee, die ich auch Jannik gestern Abend schon unterbreitet habe. Irgendwie Jannik sieht aus, als hätte ich den hier gerade irgendwie bedroht. Ich spiele ja momentan, genauso wie Jannik, wir spielen ja momentan wieder recht viel Counter-Strike. Und in Counter-Strike, wer es nicht kennt, gibt es ja sogenannte Skins. Weil man hat da ja quasi so sein Loadout von Waffen, die man halt in dem Spiel benutzen kann. Und dann gibt es halt Skins, damit die Waffen schön aussehen. Und entweder du kaufst dir halt die Waffen quasi so über den regulären Markt. Das ist natürlich, je schöner der Skin aussieht oder diese Waffe oder das Messer, desto teurer sind die halt. Und da bin ich doch gestern auf die Idee gekommen, weil ich es auch gestern quasi erst gesehen habe, dass ja bei Steam, die ja Counter-Strike vertreiben und über die das ja alles läuft, kann man ja so einen Account haben, und es gibt halt Accounts, die gebannt sind, im Sinne von, dass die nicht mehr ihre Waffen, die auf dem Account quasi gerade sind, dass die nicht mehr gehandelt werden können. Ich habe Talent dafür, Sachen sehr lange auszuführen. Guck mal, die Sache ist, die Leute, die jetzt zuhören, werden so, wenn ich das jetzt nicht vernünftig erkläre, werden gar nichts verstehen. Deswegen versuche ich das so ein bisschen ausführlicher zu erklären. So. Und das heißt, ich würde mir quasi einen Account kaufen und hätte dann da so schöne Skins, würde aber nur einen ganz kleinen Bruchteil davon bezahlen, was quasi diese Skins wert sind, weil ich sie halt nicht veräußern kann. Aber ich könnte mit denen spielen. So, das ist meine Idee. Ich meine, die Idee an sich ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Also wenn man Bock darauf hat, mit den Skins zu spielen. Ja. Ne? Finder. Und da habe ich halt gestern so einen Account gefunden, der momentan halt verkauft wird, und dann müsste ich halt irgendwie 200 Euro ausgeben und hätte quasi so mit die teuersten Skins, die es im Game gibt, die ich natürlich dann halt nicht verkaufen kann und so, aber mit denen ich dann halt so spielen könnte. Und eigentlich, warum kannst du die jetzt nicht verkaufen, aber kannst trotzdem damit spielen? Tobi, der Account ist Handelssperre. Der ist Shadow Trade Band. Also der kann halt nicht handeln, ne? Und aber dann sind ja auch ergo all deine Spiel-Achievements weg und so. Darum geht's ja auch. Das ist ja auch scheißegal. Also der geht's ja nur darum, dass ich quasi auf dem Account spiele und halt diese Waffen benutzen kann. Für ein ganz, ganz kleines Geld. Für einen geringen Obolus. Genau, für einen geringen Euro Obolus. Ist ja geschenkt eigentlich auch. Also auf den Account, den ich gefunden habe, der irgendwie so 200 Euro gekostet hat, da war halt eine Dragon Lore drauf, da war eine Hole drauf, da waren, weiß ich nicht, mehrere Karambits, M9 Bayonets. Ich finde es auch wichtig, dass du vorher so alles detailliert erklärt hast und dann jetzt sagst, da war eine Dragon Lore und M9 ja, Bayonet. Also so eine Dragon Lore, die kostet halt schon mal gern 2.000 bis 3.000 Euro. Die hat vor 2-3 Jahren 2-3.000 Euro gekostet. Also ich glaube, mittlerweile bist du... Ja, das hängt halt auch vom Zustand ab, ne? Ja, natürlich. Aber ich glaube, mittlerweile bist du da so in dem... bei einem mittleren Zustand dieses Waffens... Im neunstelligen Bereich. Ja, also ich sehe hier zum genau. Beispiel eine in Einsatz erprobt für 1.039 Euro. Da fuck? Cool, hops genommen.
Dann bin ich wohl nicht up to date mit den Preisen. Na, okay, ich wurde geprankt, war schon verkauft. Das ist ja schon älter aus. Ja, nee, okay, ich sehe hier $20,000 oder so, ja, okay. Ah. Also mit einem Preis zwischen $2,400 und $314,000. Ja, komm, wir investieren einfach mal. Finde ich eigentlich echt lustig, weil. Hast du nicht auf deinem normalen Account ein Knife, was du dafür irgendwie verkaufen könntest oder so? Ja. Aber. Mach das doch einfach. Da bin ich, weiß ich nicht. Abgeneigt von. Ja, nicht abgeneigt, aber das Messer habe ich halt, so das ist, ich mag das Messer sehr, sehr gerne und ich bin mir da nicht so ganz sicher, weil das ja alles doch ein bisschen shady ist. Oh. Ob ich dann quasi entweder irgendwann, wenn ich gescammt werden sollte, entweder das Geld verlieren würde oder mein Knife, was ja quasi den gleichen Wert hat, dann hat das Knife ja mehr so ein sentimentalen Wert für mich. Deswegen würde ich da eher, glaube ich, lieber mit Echtgeld. Da würde ich lieber mein Echtgeld verlieren. Ja. Jo. Na, auf jeden Fall. Ich finde es aber lustig, wenn Koya in 2 Wochen berichtet, jo Jungs, 200 Euro für die Dragonlore, für den Dragonlore-Account, die sind jetzt leider weg. Ja, manchmal muss man auch Risiken eingehen, ne? Also aber ich finde es krass, dass, also ich habe da auch noch ganz andere Accounts gesehen und ich vermute, dass viele davon von irgendwelchen so Gambling-Seiten kommen, wo man ja, weiß ich nicht, seit 2014 oder so quasi seine Ingame-Skins traden konnte und hat dann dafür so einen Geldbetrag bekommen quasi, der dem Gegenwert entsprochen hat und dann konnte man wie in so einem Online-Casino halt irgendwelche Sachen machen. Und Valve, die ja hinter Steam stehen, hatten da irgendwann gar keine Lust mehr drauf und haben dann so die größten Seiten da komplett demontiert und deren ganzen Bot-Accounts gebannt. Und eigentlich funny. Da vermute ich halt, dass viele von diesen Tradeband-Accounts halt daher kommen. Weil ich habe auch einen Account gesehen, der hat gut das Vierfache von dem gekostet, was ich ausgeben würde, nämlich irgendwie so 800 Euro oder sowas. Und der hatte, ich weiß nicht, irgendwie 120, 140 Messer. Also das ist schon, auch. Da hat man dann für jeden Tag in der Woche 20 Messer, so, mit dem man spielen kann. Ja, also das, mal gucken, was da noch draus wird. Ja, wäre ein super Thema zum Abschluss eigentlich. Bin gespannt. Können wir in 2 Wochen dann drüber reden, ob er gescammt wurde oder nicht? Oder vielleicht in 4? Bin ja nicht gespannt. Moderiere den ganzen Wumms hier doch mal ab. Ja, ich freue mich drauf. Ich sehe mich da. Holder, ich bin interessiert daran, die Wahrheit zu erfahren. Tobi. Super Auto. Das ist doch mal ein schönes Auto. Ey, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn dem so ist, würden wir uns natürlich sehr über einen Daumen nach oben auf YouTube und auch einen Kommentar gerne mal. 5 Sterne auf Spotify. Oder 5 Sterne auf Spotify und iTunes. Freuen. iTunes ist mir eigentlich scheißegal, aber macht natürlich trotzdem mal. und dann sehen wir uns in 2 Wochen am Dienstag wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.